Ja, hallo zusammen, wieder an einem schönen Mittwochnachmittag. Ja, wo sind wir hier? Wir sind heute in Essen bei der Techno Classica 2024. Ja, die SIA, hier die verantwortliche Veranstalter, haben uns angerufen, haben gesagt, Mensch, könnt ihr nicht vorbeikommen? Ihr wart so toll auf der Motorshow letztes Jahr. Wir hätten gern auch ein paar schöne Autos von euch hier. Haben wir natürlich nicht nein gesagt, haben gesagt, kommen wir, können wir dann auch so ein bisschen einen schönen Stand wieder haben. Haben uns alles gegeben, aber das zeigen wir euch am Schluss. Ja, wir gehen mal rund mit euch. Hier steht eine Menge schöne Autos. Sehr, sehr viel alte Autos, aber ganz besondere. Und natürlich auch sehr viele schöne Autos im alten Stil, aber so Rennfahrzeuge, seltene Autos. Die wollen wir euch einfach mal vorstellen. Und bleibt auf jeden Fall dran bis zum Schluss. Wird mega spannend. Wir haben ein Gewinnspiel für euch. Und das wollt ihr sicherlich nicht verpassen. Bis gleich. Ciao. Ja, für alle Lambo-Fans geht jetzt das Herz auf hier. Bei Autosportiva sind wir hier und wir haben wirklich nur Lambos mitgebracht und muss man sagen, total außergewöhnliche Stücke. Natürlich auch ein bisschen, wie die Oldtimer Messe so ist, ein bisschen ältere Sachen. Aber hier schon sehen, schön Diablo in grün, mit innen komplett grün auch ausgeschlagen. Ich meine, ist schon eine harte Nummer, aber man sieht, Auto ist schon reserviert, hat schon einen Käufer gefunden oder fast auf jeden Fall. Hier haben wir natürlich einen schönen Diablo SV, was ganz Besonderes. Auch nur ganz wenig Autos von gebaut worden. Und hier hinter mir schon direkt das nächste Highlight, in Diablo SE30J. Auch da wirklich ganz wenig Stück nur von gebaut. Haben wir hier hinter uns einen schönen Murcielago in Gelb, auch mit gelbem Leder. Dann haben wir hier noch eine ganz besondere Sache stehen auch. In Diablo GT. Das sind wirklich sehr, sehr gesuchte Autos hier, Leute. Und da muss man sehen, auch ein geiler Speck in Gelb, Metallic. Auch damals mit dem Schraubverschluss, dreiteilige Felgen, alles original. Innen drin auch sehr viel mit Gelb ausgeschlagen. Persönlich auch wieder ein bisschen too much, aber das ist natürlich ein ganz besonderes Auto, da darf man auch nie etwas dran verändern. Ja, hier geht es schon weiter, auch noch ein schöner Diablo, auch in einer geilen Farbe hier in Lila gehalten. Und drüben, wir einfach mal hier rüber steigen, oder wir gehen mal ganz zurück, kommt auch noch ein sehr schöner Murcielago in einem, so einem Mintblau, auch ein ganz jecker Farbton. Guck mal drauf, auch ein verrücktes Auto hier. Habe ich die Farbe, habe ich auch noch nie gesehen im Original. Muss ich sagen, steht dem. Ist ja immer so italienisch, das kann auch ruhig ein bisschen exklusiv sein, verrückt sein. Drinnen finde ich schon wieder fast ein bisschen zu normal. Hier einfach mit ein bisschen Weiß abgesetzt. Aber die Farbe außen macht natürlich schon viel aus. Ja, und hier haben wir den nächsten Kracher direkt wieder. Auch wieder ein Diablo, ich denke mal auch ein SV. Oder ein SE auch. Auch sehr, sehr schön hier. Sehr klassisch in Silber gehalten. Und innen ein bisschen mit lila und weißen Streifen abgesetzt. Auch wirklich sehr, sehr schön. Ja, gucken wir mal, was wir noch für euch finden. Bis gleich. Ja, ein Highlight ist hier direkt wieder nebenan. SL Flügeltürer. Baujahr 55, Leute. Und guckt euch mal das Mega-Design an aus dem Jahr. Ein Kultauto. Und auf der Messe gibt es davon mittlerweile 6 Stück. Ihr habt richtig gesehen und alle liegen weit über 1 Million. Also hier ist richtig was los auf der Messe. Daneben direkt ein 300er Cabriolet. Auch nicht viel mehr gebaut worden wie vom Flügeltürer. Auch ein Traumauto, super Motor, geiler Sound beim Fahren, einzigartig. Daneben direkt SLR als Coupé, haben wir ja den Roadster davon. Auch sehr schön klassisch hier in Silber. Mit rotem Interieur, könnte schon unser Auto sein. Alles hier bei der Firma Gassmann zu sehen. Dann haben wir hier noch richtig schöne alte Autos. Ein älterer SL, 129er Baureihe, 2001, ein 500er. Und dann geht es wirklich los hier in die richtig alten Geschichten rein. Ein 280er SE, Flachkühler, 3,5 Liter.
Dann schon die ganz alten Autos hatten wir ja auch mal, ein Ponton 220 Cabriolet selber. Haben wir wirklich mega schöne Touren mitgedreht, sind wir damals nach Spanien mitgefahren. Alles auf der Achse, haben wir wirklich bis Barcelona von uns, von Kerpen aus, bis Barcelona 10 Tage gebraucht zum Fahren. Wir konnten immer so 200, 250 Kilometer am Tag und haben uns dann ein schickes Hotel gesucht. Julian, jetzt filmen wir einfach mal hier drüber. Mega schöne Autos hier, auch die alten Sachen. Wenn ich hier diese eleganten Formen auch sehe, guckt euch das mal an. Die Seitenansicht von dem Auto, einzigartig, muss ich sagen. Wirklich einzigartig. Und das als Coupé, richtig seltenes Modell. Und hier vorne ein SSK, glaube ich. Muss man auch mal hingehen, so genau kenne ich mich mit den Oldtimer gar nicht aus. Nein, war gar kein Mercedes, Leute, sorry. War ein Horsch, 855, Spezial Roadster. 1935, da hatten die Autos doch wirklich noch Stil. Auto Union, Horsch, kann man auch im Moment gar nicht bezahlen. Der Markt ist so hoch gegangen, jetzt in dem letzten Jahr, was automobile Geschichte angeht, wirklich irre. Aber ich würde sagen, lass mal weitergehen. Ja, für die Lambo-Fans, es reißt nicht ab. Guckt euch das mal an hier, ein Countach. Und dann auch noch ein 5 Liter, also ein 5000er QV. Mit nur 17.400 Meilen gelaufen, Leute. Wahnsinn. In klassisch weiß, innen schwarz. Schöner kann man das Auto quasi nicht darstellen. Er ist wirklich im Originalzustand. Ich sehe keine Macken, nichts dran. Wirklich super, super geil. Und hier nebenan, was soll ich euch sagen? Jetzt gehen wir mal zu den Ferrari-Leuten. 288 GTO. Auch nur 270 oder 272 Exemplare damals gebaut. Der erste aus der Big Five-Reihe. Auch das wirklich ganz, ganz cool. Und auch ein wirklich makelloser Zustand. Und da drüben, Leute, haben wir direkt den zweiten aus dem Big Five. Kommt mal mit, Ferrari F40. Guckt euch das mal an hier. Eine Ikone unter den Sportwagen. Ja. Und was soll ich sagen, mein Sohn würde da hinschmelzen, sein Lieblingsauto. Und auch, wisst ihr ja, von Michi, Gear Collector, vom Vater, er fährt ja immer noch seinen F40 und das fast jedes Mal bei den Veranstaltungen beim Gear Collector Track Day auf der Strecke. Ja, ganz cooles Auto, auch hier sehr geiler Zustand, wenig Kilometer gelaufen. Auch hier muss ich sagen, makellos. Innen diesmal mit roten Sitzen, man sieht sehr oft mit schwarzen Sitzen. Und wir wollen mal gucken, ob wir nicht die Reihe der Big Five noch fortführen können hier auf der Messe. Bis gleich, ciao. Ja, und wieder muss das Herz der Ferrari-Fans höher schlagen. Was haben wir hier gefunden? Ein 275er Ferrari. Leute, 250 Stück sind damals weltweit aufgelegt worden. Ich weiß gar nicht, wie viele noch existieren. Und hier wirklich makelloser Zustand. Ich denke mal wert. Wir liegen hier über 3 Millionen Euro. Wirklich ein Traumauto. Steht ja auch hier schön erhöht. Hier kann man richtig mal reinfilmen. Auch mal reingucken. Er ist wirklich durchrestauriert. Wirklich ein Traumwagen. Leider Gottes kann ich sowas alles nicht fahren. Es gibt ja nur mit Schaltung die Autos. Wirklich traumhaft. Und der hat einen Sound. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, also wirklich mega, mega geil hier auf der Messe. Und direkt daneben steht wieder ein neuer 911R Porsche. Also hier stehen neue Wagen und alte Wagen wirklich dicht bei dicht nebeneinander. Also es ist wirklich eine interessante Messe. Auch für alle und nicht nur für die Oldtimer-Liebhaber. Hier stehen wirklich mega geile Autos rum. Kommt mal weiter. Ja, wie ich schon gesagt habe, für jeden ist hier was dabei. Hier für die BMW-Liebhaber, der BMW-Club Deutschland. Und da stehe ich direkt vor einer Legende, BMW M1, Leute. Hier die Straßenversion, die hat es damals ja auch als Rennversion gegeben. Auch legendär, das Auto, muss man einfach sagen. Gebaut hier, lese ich mal ab, 1978 bis 81. Und es sind auch nur 453 Stück davon gebaut worden. Also auch ganz seltenes Auto. Sieht man auch auf der Straße kaum noch, ist alles in Sammlergaragen verschwunden. Ja, hier hinter mir direkt Z8. Auch ein sehr schönes Auto hier als Coupé, als ja, Safety Car oder als was auch immer umgebautes Auto hier. Aber auch cool, hier vorne ein Originaler noch. Auch ein sehr schöner Z8. In Blau mit innen beige, sehr, sehr klassisch. Guckt mal rein, Leute, auch mega, mega geil. Dann hier direkt das nächste Highlight, muss ich sagen, finde ich immer cool. Das ganz alte Auto hier, Z3 als Coupé. Ja, finde ich auch cool. Gibt es ganz, ganz wenig Stück nur von. Wer den damals gekauft hat und behalten hat, hat alles richtig gemacht. Ja, dann generell auf der Messe hier, Leute. Alpina BMWs, wer dafür ist, kommt auf jeden Fall mal vorbei. Unheimlich viele.
angefangen, B3, B7, B12, habe ich hier alles schon gesehen. Kommen wir zum nächsten Highlight schon, Z1, auch so eine coole Sache, auch mega, mega geiles Auto. Weiß kaum einer, müsst ihr mal in die History bei uns in den Videos gehen, hatte ich auch mal zwei Stück, beide allerdings in der Farbe Rot, innen mit Schwarz, einer mit nur, ich glaube, 30 Kilometer Laufleistung, einen mit 200 Kilometer, also beide fast neu. Ja, ich habe sie damals dann auch verkauft, weil, Leute, gibt es auch nur mit Handschaltung, kann man auch nicht umrüsten. Ja, ich bin ein paar Mal gefahren, durfte es gar nicht, habe ich gesagt, komm, besser weg, bevor mal was Ernstes passiert. Aber auch ein mega Auto hier, wie ihr seht, viele kennen das gar nicht mehr. Die Türen sind wirklich versenkbar, man drückt wirklich auf den Schlüssel und die Tür geht hoch oder senkt komplett runter. Und man darf mit offener Tür fahren, wie in einem Buggy. Das war auch damals für die Zeit einzigartig. Gebaut worden ist der auf einem E30-Chassis und auch mit den Motoren, mit dem 2,5 Liter Sechszylindermotor, damals aus der E30-Serie. Aber finde ich auch ein sehr, sehr schönes Auto. Ja, Leute, hier hat man sich gerade bereit erklärt, euch mal zu zeigen, wie das funktioniert hat mit der Tür. Guckt euch das mal an. Guck mal, ist das nicht geil? Ist nie wieder aufgegriffen worden. Ich kann das gar nicht verstehen, warum man diese Technik nicht mal wieder bei einem neuen Auto verbaut hat. Klar, war unheimlich aufwendig, aber mega. Und wie gesagt, ihr durftet offiziell offen in dem Auto fahren. Gibt es bis heute nie wieder, außer ihr fahrt einen Buggy. Aber hier war das natürlich was ganz anderes. Ja, hinter mir gleich zu sehen, schon wieder ein schöner Alpina. Auch sehr, sehr schönes Auto. Hier ein Kombi von Alpina. Also auch richtig schöne Autos hier. Einmal hier der B7 als Turbo. Und dann hier direkt der B10. Hinter dir, Julian, 3 Liter, sogar als Allrad-Kombi. Also richtig seltene Sachen. Jetzt gucken wir mal, was wir noch hier so finden. Ja, Leute, Schlag auf Schlag. Ich sag ja, ihr müsst unbedingt vorbeikommen. Super geil. Final Edition SLS. Und da gucke ich direkt auf die andere Seite. Was soll ich euch sagen? Black Series SLS. Auch ein Traum von einem Auto. Und der Traum von meinem Kameramann Julian, der würde das Auto favorisieren, ich glaube, für alles. Ne? Mega geil. Guck mal, hier auch sehr sportlich auch ausgeführt. Alcantara-Lenkrad, Alcantara-Sitzfläche mit Leder ein bisschen eingefasst. Wirklich die Rennsitze verbaut. Das ist wirklich schon ein Kultauto. Und hier, trotz sehr hoher Laufleistung von 35.000 Kilometer, kostet das Auto 650.000 Euro. Ja, Leute, hier bei Treu auf dem Stand auch wieder die Big Five. Was soll ich euch sagen? Geht los, ja, Big Five nicht, 512 BB. Aber, muss ich euch sagen, guckt mal einfach rüber. Der Julian schwenkt jetzt mal. Da haben wir einen 296 in Rot da stehen, GTB. Und daneben direkt ein SF90 Spider in Grau mit Gelb. Abgesetzten Sätteln und roten Interieur. Da muss ich ganz einfach sagen, denkt dran, letzte Woche haben wir den Vergleich gemacht, SF90 und 296 GTB bei uns auf dem Kanal. Wer noch nicht geguckt hat, geht einfach einmal zurück eine Woche. Mega schöner Vergleich. Und hier, Leute, das zweite Mal ein Traum einfach. F40, auch wieder rotes Auto, rote Sitze. Muss man sagen, ist gar nicht so häufig. Heute schon das zweite Mal. Und daneben mein Traum, muss man sagen. Mein Traum, nicht in Rot, in Gelb. Hier in Rot dargestellt, Ferrari Enzo. Das ist so wie McLaren Senna, was soll ich euch sagen. Der Urvater von Ferrari benannt das Auto hier, Ferrari Enzo, einmalig. Ja, hier sind auch schon Verhandlungen, werden hier schon geführt. Der wird wahrscheinlich Deutschland wieder verlassen, das Auto. Geht auch irgendwo in die Arabischen Emirate. Und ja, dann ist der Wagen auch schon weg. Ja, hier drüben haben wir noch ein echtes Formel-1-Auto stehen, auch von Ferrari, auch sehr, sehr schön. Ich muss den Julian hier mal kurz reinlassen, Leute, weil ich muss euch mal mit reinnehmen. Hier, kommt mal rein, hier, mega geil, das Auto. Und sowas ist natürlich auch immer ein Highlight, aber es ist eigentlich nur was zum Sammeln. Man kann damit nicht mehr richtig fahren oder fahren schon, kostet aber immens viel Geld. Aber es ist natürlich in so einer Sammlung auch immer ein Highlight. Wenn ihr hier mal reinguckt, das ist echtes Rennfeeling. Da seht ihr mal, wie eng das Ganze war oder immer noch ist. Also die Autos sind wirklich brutal. Ja, hier neben von einem guten Bekannten von mir, vom Jürgen, auch Aston Martin Valkyrie in einem Wahnsinns-Spec auch hier, in dem leuchtend Gelb mit roten Streifen. Ich muss sagen, sehr, sehr mutig gespeckt. Sehr schönes Auto. Er hat auch unten das Carbon in glänzend gewählt. Wir haben es ja oben in Glänzen, unten im Matt bei unserem Auto. Und ich muss sagen, das knallt natürlich hier bei der Beleuchtung auch richtig geil.
Ja, dahinter haben wir noch zwei oder ein sehr altes Auto stehen. Da müsste ich jetzt auch raten. Ich glaube, es ist ein Jaguar. Auf jeden Fall Englisch. Ja, genau, ist ein Jaguar, ein Coupé. Auch da sehr, sehr selten. Da sind die Coupés eigentlich seltener wie die Cabriolets. Auch super, super schön. Dann noch hier, ja, ein limitierter Bentley. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal weiter, ob wir noch was Schönes für euch finden. Bis gleich. Ciao. Ja, Leute, hier sind wir auf dem Stand von MS Fahrzeugtechnik. Und hier steht natürlich der Traum eines jeden BMW-Liebhabers. Ganz selten zu finden, nur 50 Mal weltweit gebaut. 3 Liter CSL aus der Ikone nochmal auferstanden. Und ich muss sagen, mega Auftritt von dem Auto. Klar, unsündbar teuer, aber auch alles Handarbeit. Wirklich komplett Handarbeit. Die ganzen Streifen, die ihr seht, einlackiert. Zahl, alles einlackiert. Einteilige Felgen drauf mit Zentralverschluss. Auch die finde ich mega, mega geil gemacht. Man konnte natürlich richtig Geld ausgeben hier in der Entwicklung. Und das haben sie wirklich total klasse hinbekommen. Ja, man hat ihn gebaut, 50 Jahre M-Technik, Motorsport. Und da haben sie wirklich noch mal was Richtiges rausgehauen hier. Ja, kommt mal rüber. Wir gehen einfach mal ins Auto oder von drüben rein. Klar, ist eine Plattform vom M4, braucht man nicht drüber zu reden. Aber guckt mal auch hier, Rennsitze eingebaut, nochmal mit höheren Seitenwangen. Auch hier Einzelanfertigungen, schön überall auch mit dem Schriftzug. 3 Liter CSL, auch hinten schön. Man bekommt beim Fahrzeug auch Helm mit dabei, also alles gehört dazu. Und die 50 Stück, man konnte sich nichts aussuchen, sind alle 50 komplett identisch. Schön mit Alcantara ausgekleidet, Alcantara Lenkrad. Und dann der Nachteil für mich wiederum, es gibt ihn nur als Schaltung. Man hat ihn damals einfach als Schaltung gebaut, hat gesagt, wir wollen es nur handgerissen machen. Und hier ganz prägnant, so wie das BMW-Zeichen weiß und dann mit den M-Technik-Farben drauf, 5.0. Schon mega, mega geil gemacht, das Auto. Auch so natürlich traumhafte Verarbeitung, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Auch hier oben mit dem Dachspoiler alles, mit den Finnen drauf. Alles wirklich in Handarbeit gemacht. Und hier hinten auch schön zu sehen. Guck mal, alles in Carbon und dann wirklich drumherum lackiert. Und dann das Carbon schön durch. M-Power mit der kleinen Finne hier. Diffusor in Carbon. Wirklich ein Traumauto. Aber was soll ich euch sagen? MS Fahrzeugtechnik steht für geile Restauration hier. Und da muss ich euch sagen, haben wir hier natürlich genauso einen Traum stehen. Guckt euch mal diesen M3 an. Einfach Wahnsinn. Und dann habe ich noch nie erlebt, so restauriert, Leute. Ich mache hier nur mal die Motorhaube auf. Guckt euch das mal bitte an. Das ist mehr wie Neuzustand. Und dann nicht auch noch ein ganz besonderes Auto hier. Nicht der 2,3 Liter, sondern der 2,5 Liter Wagen. Es ist einfach komplett alles zerlegt worden. Wirklich Frame off. Jede Schraube neu. Der ganze Motor zerlegt. Alles neu eingedichtet. Alles wirklich top gemacht. Und jetzt haltet euch fest, wenn ich den aufmache. Das ist mehr wie Neuwagen. Leute, alles. Seitenverkleidung, alle Gummis. Alles, Sitze, Stoffe, alles im Original gehalten. Alcantara-Lenkrad, wirklich so, wie es war. Traum, Traum, traumhaft. Wer da mal wirklich ein geiles Auto sucht, wendet sich bitte am MS Fahrzeugtechnik. Das muss man sagen, geiler Job. Da hätte ich schon wieder richtig Lust drauf, aber leider alles handgerissen. Ja, ist nichts für mich, müssen wir mal gucken, aber ich muss sagen, mega, mega geil. Bis gleich, ciao. Ja, Leute, jetzt noch mal was für die Hypercar-Freunde hier. Königsegg, und zwar ein CCXR, eins der frühen Modelle noch. Ich glaube, 17 Stück hier in der Carbon-Version sind gebaut worden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auch hier geiler Speck. Komplett Carbon, wirklich alles Sichtcarbon. Auch hier die Qualität sucht seinesgleichen bei Königsegg. Und innen muss ich sagen, als Carbon-Speck mega geil gemacht. Schwarzes Alcantara abgesteppt und dann mit rotem Leder eingefasst. Jetzt guckt doch mal bitte da rein. Mega, mega geil. Und das schon auch ein Auto, ist ja schon nicht die ersten Königsegg,
schon wirklich auch mit sequenzieller Schaltung. Also auch das Auto könnte ich fahren. Bin ja mal ein Agera gefahren. Allerdings muss ich sagen, die Dinger sind so brachial laut da drin. Ich kann da nie länger wie eine halbe Stunde aushalten. Aber bleibt wie immer am Kanal. Es kommt ja Ende des Jahres unser Jesko. Freut euch alle drauf. Gibt das super geile Car. Und in einem Mega-Spec, sage ich euch. Also immer schön dranbleiben. Hier nebenan muss ich euch auch noch zeigen, kurz ein weiterer Flügeltürer. Ich sage ja, hier auf der Messe wirklich 7 oder 8 Stück davon. Hier noch wirklich in einem sehr originalen Zustand belassen. Nicht überrestauriert. Also auch schön mit den Koffern hinten drin in Blau gehalten, mit dem Karo-Muster. So war das früher. Und dann in Silber auch eine Ikone. Ja, ihr seht, es lohnt sich wirklich. Techno-Klassiker ist nicht nur wirklich alte Autos, Oldtimer. Hier könnt ihr wirklich richtig geile Autos sehen. Und wir haben schon gesagt, der Julian auch, eigentlich muss man sagen, eine mega geile Messe, wo für jeden was dabei ist. Und auch sehr, sehr geile Autos. Wir gucken mal, ob wir noch weitere finden. Kommt mal mit. Ja, Leute, wie versprochen, unser Stand ganz zum Schluss. Was soll ich euch sagen? Da haben wir da zwei schöne Ikonen von uns mitgebracht. Einmal Senna GTR, 75 Stück weltweit, hier die Nummer 40. Und ich muss sagen, letztes Jahr ja am Nürburgring auf der Grand Prix-Strecke mit dem GT1 Club Racing gewesen mit dem Auto. Ein einfacher Traum, soll ich euch sagen. Ja, und hier sind wir mit unserer neuen Sparte auch schon dabei. Unsere neue Geschichte von Fans. Mega geile Tücher, geht mal auf die Seite fans.de. Wirklich geile Sache, machen super sauber und eine schöne Innovation auch. Ja, dazu kommen wir schon gleich zum zweiten Auto hier von uns. Mein Liebling oder einer meiner Lieblinge, neben dem Senna natürlich, KTM. Hier als XR-Version, Straßen zugelassen, wirklich auch mega. Ich bin auf der Achse hier zur Messe gefahren, leider im strömenden Regen. Und trotzdem, das Auto ist fantastisch gelaufen, muss man sagen. Nur ich hatte danach, was soll ich sagen, 2-3 Stunden Arbeit, das Ding wieder sauber zu kriegen. Aber zum Glück, was soll ich jetzt sagen, Fans, alles sauber, perfekt einfach. Ja, Leute, wie ich immer sage, bleibt am Kanal, läutet die Glocke, am besten abonniert ihr das direkt. Und jetzt kommt's, was ich euch versprochen habe, das Gewinnspiel. Und dafür geht's jetzt mal ganz kurz in die Flipperbude. Bis demnächst, ciao. Ja, vielen, vielen Dank nochmal, muss man ja sagen. Wir haben die 15.000 Follower geknackt. Für uns wirklich ein Highlight, wenn ich dran zurückdenke. Essen Motorshow, da haben wir auf der Essener Motorshow die 10.000 geholt. Und jetzt sind wir schon im März und ihr habt es möglich gemacht. Wir haben die 15.000er Marke, haben wir echt geknackt. Vielen, vielen Dank dafür. Da möchten wir uns auch wirklich für bedanken. Und ich würde sagen, wir machen da ein kleines Gewinnspiel draus. Geht einfach mal auf Instagram. Da könnt ihr das weitere lesen. Da gibt es hier von meinem neuen Pflegesets für Autos gibt es ein schönes Gewinnpaket. Und ich denke mal, die Frage ist auch sehr, sehr interessant. Geht einfach mal rüber in Instagram und guckt euch den neuesten Poster an. Und dann sage ich allen viel, viel Glück und bis bald. Ciao. Stop.